So Leute, ich habe jetzt einen Mietwagen gemietet in Schesel. Leider haben wir in Bremen nichts gefunden. Heute fahren wir los nach Bayern. Morgen wird eine schöne Fahrradtour gestartet zum Königssee. Und das hat mir inklusive Kaution 890 Euro gekostet. Es geht jetzt nach Hamburg. Ich hoffe, das passt hier rein. Ohne dass ich irgendwas abbauen muss. Perfekt. Das hat ganz gut gepasst. So, jetzt kommt das zweite Rad. Spanngurt. Dann ist sie mir. Hat Erfahrung, ja? Wie man alle befestigt. Die Fahrräder sind nicht gedrückt. Nicht hin und her verrutschen. Da war ja pretty thermoritzige Fisch. А мы шрал ты его Беслан, так какой город ты хочешь подъехать? А Беслан, ну хочу еще. Может сайт есть, но уж что было. Полиция сцепит, пес, мишка, ты альча. Сейчас я тебе. Да, да. Эй, цаби, да, что ты сегодня? Алло, что? Ну, ну, что там? Видишь, Стефан? Побил. Да, да, ich bin schon müde, Mann. Fahr ungern Autos. So, jetzt geht's weiter nach Hannover. Erstmal kaufen wir kurz in Rewe ein für den Weg. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach von Hannover fahren weiterhin nach Bayern. Deswegen für den Weg kaufen wir uns etwas ein, dann ist gut. Das nächste Fahrrad wird jetzt beladen. Das hört nicht auf hier mit befestigen, entfestigen. Jetzt fahren wir nach Garmisch-Partenkirchen. Bis dann oben hast du Geld hast du dabei, ja? Das brauche ich dann nicht. Jetzt sind wir in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Von hier wird die Fahrradtour gestartet. Ja, die Maske, die hat Dings gemacht.
dem Start kurz frühstücken. Alle sind jetzt da. 1, 2, 3. Sag. Alles. Schön gefrühstückt haben wir. Jetzt holen wir unsere Fahrräder aus dem diesen kleinen Bus raus und machen wir uns bereit für den Weg zum Königssee. Bist du ready, Bruder? Ja. Sure.
ein sehr schöner Ort. Man muss vorsichtig sein, weil es alles rutschig ist. Hey, wo ist das denn so? So, wir kommen jetzt in Österreich an. Das hier ist die Grenze. Ja, wir wollen Bilder machen. Republik Österreich. In einem Kilometer. Was gibt's hier? So, die Jungs wollen wieder eine kurze Pause machen. Ja, Ritter. Ach, da jetzt. Gibt es hier sogar eine Ladestation für uns alle, die für uns alle ausreichend ist, mit mehreren Steckdosen. Obwohl ich noch einen Ersatzakku habe, werde ich trotzdem meinen Akku laden, damit es bis zum Ziel reicht, damit ich es nicht ersetzen muss. Was funktioniert. Aber es ist nicht so, dass es nicht so ist. Was ist das? 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 Alle mit E-Bikes auf so einem. So, machen wir eine kurze Pause. Etwas Energie aufladen. Etwas essen. Ein wunderschönes.
So, mein Essen ist mit dir. Ja, der mit dir. Was hat dieser denn jetzt aus? Ja, also bitte. Bescheiden ist was anderes, oder? So, gegessen haben wir, kurze Pause gemacht haben wir, jetzt fahren wir weiter. Es sind nicht so viele Kilometer geblieben, circa, ja, weiß ich nicht, 20 vielleicht. Ja. Langsam wird es kühl. Wollen wir weiterfahren? Herr Astamiro. Gefällt dir, ja? Ich habe ein Gehchen hier, das ist ein Gehchen hier. Ich habe ein Gehchen hier. Hallo? Ich habe ein Gehchen hier. Oh, da, da, da. Jetzt geht's weiter. Da kommt ein Auto. Okay. Unsere Kur. Ah. Kein Dickel, ne? Voll gut, ne? Ja, Так. Как это получилось? Ага. Вот это вот. Вот это я прошел. 29 километров. Да, das ist wunderbar. Ja.
Wildkalt hat mich in der Rasse. В общем-то, 22-23 километра. Создает, weißt du, keine Bezüge, dann muss künstlich machen, weißt du, nicht wie bei der Natur. 76,5. Батарейки сингат ман сига сугар лет бул бела гоже. Ну, вот это. А? Да, вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Deswegen ist es sehr gut, wenn man Ersatzakku dabei hat. Kannst du immer auf Turbo-Modus bergauf fahren. Ohne Sorgen zu machen, dass dein Akku leer wird. Sanitär, weißt du? Halt den Arsch mit einem Schuh. Ich will die nicht machen. Das ist richtig, das ist richtig. Keine Zeit für euch. Ich habe ein bisschen Paranoia vor dieser, weißt du? Ja? Vielleicht. Voll Akku, kannst du im Turbo-Modus schön bergauf fahren, ohne dir Gedanken zu machen, dass dein Akku leer wird. Deswegen immer ein Ersatz-Akku mitnehmen. Das Gebirge ist hier wunderschön. Es fängt an wieder zu regnen. Ich war fast trocken. Jetzt fängt es wieder an. Ich hoffe, es wird nicht stark regnen. Mann, oh Mann, oh Mann, wie schön ist denn diese Natur hier? Es ist wunderbar. Ja.
krass, ey. Ich habe eigentlich nicht euch gerufen, aber ich glaube, ich muss weg. Oh nein, Mann. Alter, was ist das hier? Ich hoffe, nicht mit Strom mehr, ne? Alter, Strom! Voll mit Strom! Die Kuh haben Angst, glaube ich, vor diesen elektrolysierten Schränken. So, Traktoren, doch mal! So, Traktoren! Hier die Wahl, wie so! Haha, ich hab gedacht, aber guck, tatatai. Ich habe es nicht so gut. Alles nass geworden wieder. Kamera ist auch nass. Ich hoffe, diese Insta360 ist nicht kaputt geworden. Ja, aber über all diese Flecken, ne, kann man keine gute Aufnahme machen. Ja. Jetzt geht's bergab. Allah,
Opa. Нормально? Вот уж есть жарбоны, весна. Уж есть жарбоны, ну ладно. Wunderschön, so wunderschön. Разял, Мухач. Ich krieg aus dem Alter jetzt. Ich soll wohl das sein, oder was? Da ich auch schon. Die Bremsscheibe ist. Alter, das stinkt schon. Krass, Alter. Ja, ja, da war oben. Das ist ein neuer Rand, das muss man sagen. Hast du auch? Du bist ein neuer. Und ich wurde hot check. Thank you.
weg. Das rote Holz. Das rote Holz. So, heute übernachten wir dort, beziehungsweise hier. So, wir stellen jetzt die Fahrräder ab für die Nacht. Da rennen wir mal, aber rennt es nicht das Zimmer, das passt schon. Ja. Nehmt es mit rauf und ladet es oben. Danke dir, Dina. Das passt ja schon, das machen wir schon. So, okay. Ja. Ich hole jetzt das Geld, ich komme schon hin. Ja. Welche Bewertung? So, wer haben wir noch nicht? Hallo. Ja, ich sonst über die Rezeption mit Telefon könnt ihr anrufen, wenn ein Problem ist, gell? Super, danke. Okay. Ja? Und das ist mir das. Nein, mehr, wo ich rein. Also, so jetzt auch gut. Nur mehr mit Schreis. Ja. Ich hatte noch so gehört. Ah. Ja, schieb mal du. So, ich habe mich jetzt geduscht. So sieht unsere Unterkunft aus für heutige Nacht. Eigentlich nicht schlecht. Ganz schön sauber. Der Besitzer dieses Hotels war echt mega nett. Also solche Leute sieht man auch nicht oft im Leben. So, ich bin so kaputt, habe etwas bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Wir waren unter dem Regen, waren alle nass, Mann. Das war wirklich echt heftig. Gibt es hier keinen Schuh? Wer ist denn dieser Schuh? Nee, schade, nicht. Ich sehe wie ein Tomate aus, Mann. Ganz rot. So. Leider sind meine Schuhe.
voll nass, Alter. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt runter in die Küche, runtergehen zum Essen. So, jetzt gehe ich nach unten Pizza essen, aber ich darf keine Pizza, darf kein Gluten. Deswegen esse ich gleich was anderes. Assalamu alaikum, ich sag, liegt doch mal auf. So, jetzt wollen wir schlafen. Ich fühle mich etwas krank. Ich hoffe, ich werde morgen nicht krank. Sonst wird mir dieser Fahrradtour keinen Spaß machen. Dann bis morgen.